We leave our legacy in your hands. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Hogwarts. Es geht um die Trophäe Schöne Aussicht. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten, uns die Trophäe zu holen. Wir brauchen für beides ein kleines bisschen Story-Fortschritt. Für die, sage ich mal, legale Methode brauchen wir viel Story-Fortschritt. Aber sobald wir ja, in der Lage sind zu fliegen, können wir das Ganze auch anders machen. Normalerweise, ihr habt es gerade gesehen, Trophäenraum war mein Schnellreisepunkt, wo ich hingereist bin. Dann braucht ihr ganz, ganz wichtig, was ihr braucht, ist, ihr braucht Schlossknacken auf Stufe 3. Sonst ist es mit der Trophäe auch nichts. Also auch das ist ein weiterer Fortschritt, den ihr braucht, um das Ganze zu machen. Bekommt ihr auch im Storyverlauf automatisch Stufe 1 und für Stufe 2 und 3 müsst ihr Statuen sammeln. Da werde ich noch ein Video für euch heute im Laufe des Tages online bringen, wo ihr die alle findet. So, wie gesagt, wir kommen jetzt also hier hoch. Gehen einfach die Treppe immer wieder hoch, weiter nach oben. Das heißt ja nicht umsonst schöner Ausblick, schöne Aussicht. Und wenn wir hier durch die Tür kommen, biegen wir gleich nach links ab. Und wenn ihr dann dort eine Treppe habt, dann seid ihr glücklich und dann seid ihr froh. Wenn ihr keine habt, dann geht ihr wieder nach draußen und zwar auf euer Flugmount. Und hier sehen wir das schöne Hogwarts und da hinten sehen wir schon den höchsten Turm. Die höchste Spitze sozusagen, da diese drei Anbauten am Dach. Und da können wir dann nämlich einfach auf dem Balkon landen und so uns hineinschleichen in den Raum, wenn, wie gesagt, der Story-Fortschritt noch nicht reicht. Und das ist halt der gesuchte Raum, wo wir chillen müssen. Ist ja ganz nach oben zu fliegen, gar nicht mal so. Naja, mag nicht so gerne steigen hier, mein Mount irgendwie. Ich versuche hier gerade so ein bisschen in der Kurve zu fliegen, damit er hier ein bisschen anfängt, an Höhe zu gewinnen. Und wie gesagt, dann landen wir einfach auf dem Balkon. Dann ist noch eine Tür im Weg und wie gesagt, für die braucht ihr dann das Schlossknacken auf alle Fälle, um dann den Raum zu betreten und die Trophäe zu bekommen. Mehr ist hier nicht zu tun, das war es schon an dieser Stelle. Ja, jetzt wollte die Steuerung nicht so, hey, da will ich doch gar nicht in andere Richtung, andere, los, rüber da. Und landen bitte. Da sehen wir schon eingeblendet das Büro des Schulleiters und dann kommt hier auch gleich die Tür. Jetzt sind wir endlich abgestiegen, können hier hoch. Und da ist das Schloss Stufe 3, was euch im Weg ist. Und das war's. Mehr ist nicht zu tun. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Es hat euch gefallen. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen. Verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.